Natur ist ja schön und gut, aber wenn es um Aufwaschen geht, nervt's etwas. Man möchte ja keine Spülmittel irgendwie in die Natur reinbringen. Und bei so angebrannter Sache hier. Da müsste ich ja jetzt übelst viel schrubben hier. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Und eigentlich brauche ich ja die Pfanne sowieso morgen erst wieder. Mal schauen, ob es hier noch andere Helferlis gibt in dem Garten. Ich sehe jetzt zwar hier keine, aber vielleicht kommen heute Abend oder morgen früh welche. Mal gucken. Ich stelle das jetzt einfach mal so hierher, ins hohe Gras. Gucken, was passiert. Wollen wir mal gucken, ob sie schon was gemacht haben? Okay. Die ersten Geschirrspülschnecken sind schon drauf. Oh ja. Sieht auch gut aus, was er macht hier. Alles klar. Ja, mal gucken, ob es bis morgen früh sauber ist. Weitermachen. So. Guten Morgen. Wie weit seid ihr denn? Naja. Habt ihr ganz schön zu tun diesmal. Und wie sieht der andere Aufwasch aus? Ha, super. Muss dann nur noch mal ein bisschen gespült werden. Und dann geht das. Wunderbar. Klasse Sache, dieser Schneckengeschirrspüler. Na gut, okay. Das haben wir schon besser gesehen. Ich glaube, die lasse ich mal noch eine Nacht hier draußen stehen. Die braucht noch einen Spülgang, so wie es aussieht. Okay, jetzt müssten sie aber soweit sein, die Kollegen. Feinarbeit wird gemacht. Okay. Na gut, okay. Dann lasse ich mal einen Nachspülgang nochmal durchlaufen. Jawohl, das kann sich doch sehen lassen. Jetzt nur noch mal kurz durchspülen und fertig ist es. Schön. Ja. Noch ein bisschen die Schneckenkacke wegmachen und fertig. Somit hat man dann gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ja, man hat einmal sein Geschirr sauber und hat auch den Garten etwas gefüttert. Und die Schnackschnecken vielleicht ein bisschen davon abgehalten, die Pflanzen zu essen, die man selber gesetzt hat. Okay, in dem Sinne, macht's gut und frohes Schaffen!